Die Zahlen, die steigen weiterhin an. In den vergangenen 24 Stunden hat es 891 Neuinfektionen österreichweit gegeben und davon in Wien 265. Aus diesem Grund hat Gesundheitsstadtrat Peter Hacker auch darüber gesprochen, beziehungsweise die sogenannte 1G-Regel ins Spiel gebracht. Und von einigen Bundesländern kommt hier auch Zustimmung, beispielsweise etwa aus Kärnten, aus Tirol oder auch der Steiermark. Was würde das konkret bedeuten? Und zwar, Motto der Aktion ist es, bevor Lokale oder Kinos schließen müssen, lieber eine harte Zutrittsregel. Würde bedeuten, für Freizeitbetriebe oder auch beispielsweise in der Gastronomie könnten dann nur noch Geimpfte in die Lokale eintreten. Ob das jetzt dann tatsächlich auch so stattfinden wird oder nicht, das ist die große Frage. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, die betonte hier aber, dass die Bundesländer natürlich die Möglichkeit haben, Regeln zu verschärfen. Und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, der meldete sich auch bereits zu Wort und betonte, wir prüfen, ob weitere Anpassungen notwendig sind. Den besten und nachhaltigsten Schutz bietet allerdings die Impfung. Und österreichweit sind bis jetzt vollständig immunisiert 4.987.968. Das entspricht einer Impfquote von 55,7%. Laut Expertinnen und Experten sei das aber noch zu wenig, um gut durch den Herbst bzw. sich im Kampf gegen das Coronavirus durchzusetzen. Es würde nämlich eine Impfquote von 80% benötigen.